Sie singen die Nationalhymne und behaupten von sich, das Volk zu sein. Anhänger der rechtspopulistischen AfD bei der Wahlparty im hessischen Wiesbaden vorletzte Woche. Mitten unter ihnen einer, der auf den ersten Blick gar nicht hierher passt. Dimitri Schulz, 31-jähriger Maschinenbauingenieur und Jude. Warum sind Sie als Jude in der AfD? Weil die AfD die einzige Partei ist, die den Antisemitismus bekämpft und alle Richtungen des Antisemitismus auch benennt. Und weil die AfD für traditionelles Familienbild steht. Und das sind Argumente, die eigentlich dafür sprechen. Und was ist mit den Aussagen Ihrer Parteikollegen Vogelschiss oder Mahnmal der Schande? Also die Aussage des Vogelschiss war ja auf die Zeit bezogen, auf die Zeit. Und bei dem Mahnmal, Mahnmal der Schande, das ist ja ein Begriff nicht von Höcke. Und es ist ja auch ein Mahnmal der Schande, es ist ja kein Mahnmal der Freude. Das war halt eine schreckliche Zeit und schreckliche Tat von Deutschland. Wie eine klare Distanzierung klingt das nicht. Trotzdem ist Schulz jetzt endgültig in der AfD angekommen. Der Wahlerfolg in Hessen beschert ihm ein Landtagsmandat. Wiesbaden vor 2 Wochen. Im Stadtteil Klarental trifft Schulz heute vor einem russischen Supermarkt auf seine Stammwähler. Viele von ihnen sind Russlanddeutsche. Es ist Endspurt im Wahlkampf. Ich grüße Sie. Wie geht es? Alles bestens. Freut mich für Sie. Viel Erfolg bei den Wahlen. Schulz ist gebürtiger Kirgise. Das hilft jetzt. Darf ich mir das mitgeben für die Wahl? In einer Woche haben wir Wahlen. Wir stimmen für die AfD. Für uns. Vielen Dank. Wir setzen auf Sie. Vielen Dank. Erzählen Sie von uns, auch den Verwandten. Wenn Sie mehr Flyer brauchen, kann ich Ihnen gern welche geben. Ich habe genug. Danke. Auf Wiedersehen. Schulz ist hier der Angstgegner der CDU. Ich habe von Anfang an angesprochen bei uns innerhalb der Partei. Weil ich wusste, dass da ein sehr großes Potenzial ist, weil die Russlanddeutschen sehr konservativ sind. Die haben auch 80% der Russlanddeutschen haben in der Vergangenheit CDU gewählt. Das heißt, da gab es eigentlich nur eine Partei, die gewählt worden ist. Sonst war es nur eine Ausnahme, wenn jemand nicht CDU gewählt hat. Bei der Landtagswahl erreichte die AfD in Klarental übrigens mehr als 20%, ein Spitzenwert. Damit es auch in Zukunft so bleibt, hat Schulz heute einen Fotografen im Schlepptau. Werbespot, Wahlkampfspot. Wo wird das ja verwendet? Das wird in sozialen Medien jetzt, über WhatsApp. Ja. Die Russlanddeutschen sind in Wiesbaden eine gut vernetzte Community. Der Fotograf und seine Begleiterin sind dagegen eher schweigsam. Klar ist nur, sie sprechen Russisch. Mehr wollen sie zunächst nicht sagen. Sagen Sie, warum tun Sie so geheimnisvoll? Verdammt, ich mache nur meine Arbeit und weiß nicht, was ich hier vor der Kamera sagen darf und was nicht. Ich habe nur gefragt, woher ihr kommt. Aus Russland. Aus Krasnodar. Ich habe mich informiert und unterstütze die Ideen dieser Partei. Ich bin streng gegen Familien mit Mutter 1 und Mutter 2 oder Vater 1 und Vater 2. Für mich besteht die Familie aus Vater und Mutter. Ich bin gegen Homosexualität und ähnliche Ideen. Kurze Nachhilfelektion. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel ist übrigens homosexuell. Wiesbaden vor 4 Wochen. Heute gründet sich die Vereinigung Juden in der AfD. Neben Schulz gibt es 24 weitere Mitglieder, mal mehr, mal weniger seriös. Sie können mir doch bestimmt die Frage beantworten, warum Sie heute hier sind. Nee, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ja. Das Problem besteht darin, und ich würde sagen, das ist ein Hintergrundgespräch. Wäre das in Ordnung? Wäre das sehr unhöflich? Ja. Das Leben der einfachen Juden hier wird von Tag zu Tag schwieriger. Wir wollen ein Signal setzen, dass es, anders als der Zentralrat der Juden, konservative jüdische Organisationen gibt, die gegen die offizielle Politik aufstehen. In Deutschland ist alles verrückt. Und GEZ,
auch ein Grund dafür. Ehe für alle, das finde ich absolut, ich weiß nicht, kann, darf ich meinen Staubsauger heiraten auch, danach, ich weiß nicht. Genderwahnsinn, die Flüchtlingsflut und natürlich die bösen Medien. Es ist die ewig gleiche Leier. Deutsche Welle. Deutsche Welle? Nein. Kein Interview? Merkel Arschlecker. Putin ist gut. Krim gehört uns. Warum? Eben darum. Der Gründungsakt ist perfekte PR für eine angeblich tolerante AfD. Frau von Storch, warum ist der heutige Tag für Sie so wichtig? Wir haben zunächst die Christen in der AfD gegründet und jetzt gründen sich die Juden in der AfD. Und darüber freue ich mich natürlich. Sie fallen hier gerade über den Tisch. Und warum war es wichtig, dass Sie sich so vereinen? Die Juden zu der AfD. Weil sie genauso eine Berechtigung haben wie die Christen in der AfD und ich sie damit ihrer Position Ausdruck verleihen und so auch in die jüdischen Gemeinden hineinwirken kann. Was ist mit Moslems in der AfD? Das haben wir heute schon besprochen, genau. Bei uns herrscht Religionsfreiheit, jeder kann seine Vereinigung gründen. Und das Einzige, was ich nicht mag, sind diese Überfälle. Zahlreichen jüdischen Organisationen ist die neue Vereinigung nicht ganz koscher. In der Partei gäbe es offen antisemitische Tendenzen. Den Gründern ist das egal. Was hierzulande zu der bemerkenswerten Pikanterie oder vielleicht sollte man besser sagen politischen Perversion führt, dass Deutschland den Judenmord sühnt, indem es Scharen von Judenfeinden willkommen heißt. Das ist sehr tief, sehr deutsch, sehr krank. Und Sie als Juden bekommen damit zunehmend ein Problem. Die Muslime als gemeinsamer Gegner. So finden Rechte und Juden in der AfD zusammen. Getreu dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Einer der Vorstandsmitglieder der neu gegründeten Vereinigung ist der Germanistikstudent Arthur Abramowitsch aus Bamberg. Hier gibt es eine der größten und ältesten jüdischen Gemeinden Bayerns. Das hier ist die Kippa, meine erste Kippa, die mir die Familie geschenkt hat. In einer Umfrage sagten 50% der AfD-Anhänger, dass Juden in der Welt zu viel zu sagen hätten. Das müsste Abramowitsch eigentlich wissen. Als Jude hat man zunehmend mehr Gründe, in der AfD eine neue politische Heimat zu finden. Das liegt nicht nur an dem neuen Antisemitismus der Moslems, der immer stärker zu spüren ist, sondern auch an dem Verhältnis der politischen Linken in Europa zum Judentum, die doch im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte Schaden genommen hat. Das Hitler-Regime ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, das Holocaust-Mahnmal ein Denkmal der Schande. Auch das gehört zur neuen politischen Heimat von Abramowitsch, der eigentlich aus der Ukraine kommt. Es ist alles eine Frage der Formulierung. Herr Höcke hat sich entschuldigt. Ich halte Herrn Höcke nicht für einen Antisemiten. Herrn Gauland? Herrn Gauland ganz sicher auch nicht. Herr Gauland ist sogar ein großer Freund der Juden. Ne? Wenn gerade in der Rede, die er vor der jungen Alternative gehalten hat, also die Rede, aus der nur der Vogelschiss kolportiert worden ist, in dieser Rede hat er auf die Leistungen des deutschen Judentums, die kulturellen und auch militärischen, hingewiesen. Arthur Abramowitsch kam mit 2 Jahren als Kontingentflüchtling nach Deutschland. Nun soll ausgerechnet die asylfeindliche AfD sein Leben besser machen.